Servus Freunde und herzlich willkommen am Bilsterwerk mit dem kleinen Toyota Yaris. Und wir probieren heute mal einen Track Record für den Yaris rauszufahren. Die schnellste bekannte Zeit ist 2 Minuten. 2 Minuten glatt, so wie er hier steht. Gut, meiner hat Spurplatten. Ich weiß nicht, ob der vorher bei dem anderen auch Spurplatten hatte. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das nicht die Welt sind, wenn man da ein paar, was habe ich da drauf, 15er Platten oder so drauf macht. Und ich habe das Inventory Intake, aber auch das verbuche ich eher unter Leistungsstreuung, Serienstreuung. Ich bin total gespannt, was er macht. Also ich sage, 2 Minuten bis 2.05 muss er machen. Irgendwas dazwischen. Ich schätze mal eine 2.03, 2.02 kann man heute fahren, denke ich, für meine Verhältnisse. Wie gesagt, der schnellste, die bekannte Zeit, wenn es einen schnelleren gab, kann sein, dann korrigiert mich auf jeden Fall. Die aktuell schnellste Zeit liegt aber so bei 2 Minuten Serie auf PS4S, ohne Sturz, ohne alles. Und dann werden wir mal schauen. Ich gebe mein Bestes, aber ja, es ist ein Serienjahres, ne? Bedingungen sind gut, Strecke ist leer, Wetter ist 20 Grad, 18 Grad, 19 Grad, keine Ahnung. Und wir schauen mal, was er dann so macht. Ich melde mich auf jeden Fall gleich mal zurück. Ich fahre jetzt erstmal auf die Strecke und schauen wir mal. So, dann wollen wir das mal uns antun. GR Yaris auf dem Track, erstmal warm fahren, den Eumel. Ah. Moin! Hi, hast du Abstellparken dran? Ne. Gut. Ohne lasse ich dich aber nicht ja, raus. Ich weiß. Gut, dass du es sagst. Ey, den habe ich, glaube ich, gar nicht dabei. Ja. Kannst du da eben hier so gucken? Ich fahre mal links hier auf oder rechts. Ja, ich gucke mal. Gut, dass du es sagst. Ja, nicht, dass dir was passiert, ne? Allzu lange dauert oder so. So, hier, schau mal. Wo kommt denn der hier? Muss ich den hinten oder vorne reinmachen? Also, du kannst den hinten dran machen. Alter, wie geht denn das? Das ist echt eine gute Frage, ey. Wie kommt man denn hier dran irgendwie? Ja, da geht das ganze Teil hier mit raus, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Aber wie genau, kann ich dir leider nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Super vorbereitet, oder? Ich glaube, ich frage mal den anderen Yaris-Fahrer gerade. Oder ist hier unter irgendwas? Nee. Das ist jetzt genau hier in dieser Position, da geht das ganze Teil vorne weg. So, in mühevoller Handarbeit haben wir jetzt die Dings abgemacht, die Abschleppöse. Dann fahren wir jetzt mal die erste Referenzzeit. Bremse ist so gut. Thank you.
Zeit auf den BMW, weil es einfach jetzt so viele lange Geraden sind. Das Gute ist, sauber, schön austreiben lassen. Und dann schauen wir mal, erste Runde ohne Luftdruck, aber Auto extrem, extrem gut. So. Schaffen wir unter 2 Minuten? Jawoll! 1,59! Ohne Luftdruck! So, wunderbar! Wunderbar! Jetzt machen wir Luftdruck. Ey, das bockt ultra krass! Ey, wie gehypt ich bin! Erste Runde ohne Luftdruck. 1,59. Brutal! Wir haben Reifendruck viel zu viel. Wir machen 2-2 rundum jetzt. Hammer! Hammer! Alter, wie gut ist das bitte? Hilf mir, wie gut ist das bitte? 2-2 machst du, ne? 2-2. Das Auto fährt so überragend gut, Serie. Mach mal den scheiß Warnblinker aus, jedes Mal, wenn du. Ey, ist so nervig, ne? Ja, voll. Dieses Warnblinklicht, das ist so dumm, aber. Geht, oder? Geht. Aber soundtechnisch null, ne? Das sieht ja, gar nichts. Nichts, ne? Aber brutal schnell. Oh. Das ist, wie du da oben reingeflogen bist. Was hast du? Bist du oben reingeflogen? Ja, also dafür, dass es Serie ist, ist es wirklich stark. Also das Ding ist, ich habe meine Erwartungen komplett übertroffen. Von daher bin ich wirklich entspannt. Also 1,59,1, das ist sowas von gut für einen serienmäßigen GR Yaris. Hammer, also echt Hammer, Hammer, Hammer. Wir haben jetzt komplett rundherum 2,2, 2,3, wie wir hier sehen. Ich fahre jetzt nochmal auf meine nächste gezeitete Runde. Brutal. Also wirklich, Toyota, was ihr hier gemacht habt, das ist frech. Das ist frech und das deklassiert einfach alles in dieser Klasse, weil der 1,59 auf PS4S, ihr müsst bedenken, packst du jetzt Slicks drauf, bist du gleich mal 4 Sekunden schneller und dann fährst du einfach, keine Ahnung, 1,55 mit Serienleistung, mit diesen 260 PS, machst du noch Leistung, machst du noch ein paar Sachen, dann bist du hier an die 1,50 mit einem radikalen Auto. Es ist brutal, das ist so geil, es ist wirklich so geil. Hammer. Hammer, hammer, hammer hart. Da habe ich nicht mit gerechnet, sage ich euch, wie es ist, ne? Hier haben wir eben schon zu früh gebremst, weil Bremspunkt hier kann viel später gewählt werden. Wieder ein bisschen zu spät, ein bisschen zu viel gewollt, aber früher.
59,3. Ein bisschen langsamer als eben, dann bremsen wir hier ein bisschen eher an. Früh rein, dann können wir auch früh aufs Gas uns rausziehen. Ah, war eben ein bisschen besser. Da können wir jetzt kalt fahren. Reifen eh ein bisschen heiß gerade. Aber Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Einfach eine 1,59,1. Das ist schon echt richtig, richtig stark. So viel Sprit haben wir auch tatsächlich gar nicht mehr, aber brauchen wir auch nicht. Wir fahren jetzt noch die 1,589. Nee, werden wir nicht schaffen, weil die Reifen sind wahrscheinlich jetzt schon thermisch echt an der Grenze. Was gleich negativ auffällt an dem Auto immer wieder ist die Lenkung, weil die verändert sich. Die wird mal hart, die wird ein bisschen weicher. Ich glaube persönlich, dass die nicht genug Kraft hat, die Lenkpumpe. Und in dem Moment, wenn du in die Kurve rutschst, musst schnell gegenlenken, dass sie dann einfach aufgibt. Ja, wir werden nochmal die Scheibe hier schön reinigen. Und dann gehen wir nochmal auf unsere Runde. Und schauen nochmal, ich würde ja gerne noch eine 1,58 da sehen. Aber ich glaube, das wird eine ganz, 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 ganz harte Nummer. Aber schauen wir mal. So. Ein bisschen spät gebremst. Wir sollten da früher bremsen, damit wir gezielter reinfahren können. Das ist an dem Punkt ein bisschen besser. Obwohl die Bremse sehr gut ist, war das auch wieder zu... Ah, das war ganz in Ordnung, glaube ich. Ja, das war nicht so schlecht. Ah, da wollte mein kleiner Gang nicht rein. Hier kommt das kleine Kümpelchen. Ah, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das hat mir richtig Zeit gekostet. Ja, das hat mir hier richtig Zeit gekostet, leider. Das war nix. Aber egal. Ja, das hat mir richtig, richtig viel Zeit gekostet. Eigentlich abbrechen, schaffen wir eh nicht mehr. Schade, am Anfang gut angefangen. Wir werden noch mal kurz ausrollen, ein bisschen entspannt dranfahren, aber wir haben jetzt noch eine, zwei Runden höchstens vom Spritlevel her. Auto wollen wir natürlich auch heile lassen. Wir haben gut angefangen, ich sag eine 1,58 geht Serie. So, und jetzt auf die Strecke. Nee.
nochmal zu Ende. Aber das wird hier nichts mehr. Dafür haben wir schon zu viel Zeit. Nee, Reifen sind endgültig jetzt am Limit. Und da brauchen wir es auch nicht übertreiben und die kaputt fahren, weil das bringt nichts. Das bringt nichts. Krass, ich hätte gedacht, ich kann mich nochmal steigern, aber wie es dann immer ist, man will zu viel. Gerade in so einer Warmfahrrunde denkt man, man fährt jetzt mal gerade eben lustig, locker den Koffer warm. Ja, trotzdem sehr zufrieden, eine 1,59,1, was ja quasi faktisch fast eine 1,89 ist. Echt ärgerlich, weil ich da doch ein, zwei Fehler mir geleistet habe. Aber egal. Boah, jetzt bin ich ja ganz schön am Schwitzen. Was haben wir temperaturtechnisch? Sind wir entspannt? Leute, ist das der Hammer? Eine 1,59,1 und tendenziell würde sogar eine 1,58,9, 1,58,8 gehen. Ist das brutal? Hättet ihr damit hätte ich niemals mehr gerechnet. Also, ich habe vorher viel mit Philipp Case gesprochen und so und er meint, unter 2 Minuten glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und jetzt fast eine ganze Sekunde unter 2 Minuten. Hammer. Also, das ist ja wirklich der absolute Hammer. Absolut geil. Total happy, das Auto performt serienmäßig so unfassbar gut. Ich habe jetzt wieder alles zurückgebaut, hier diesen scheiß Abschlepphaken, da fahre ich da auf die Strecke, da sagt er mir Abschlepphaken und bei Toyota musst du hier das ganze Teil rausbauen. Naja, es ist wie es ist, ne? Reifen sind natürlich komplett überfahren, muss man einfach sagen, ist komplett am Limit der Bruder. Bremsbeläge sind noch in Ordnung, halten viel länger als alle sagen. Gut, ich bin natürlich auch immer nur irgendwie Hotlaps gefühlt gefahren, außer in Anodere, da bin ich mal länger gefahren. Aber die Reifen geben natürlich jetzt hier gerade am Bilsterberg 2-3 Runden, schnelle Runden, tot. Da geht nichts mehr, ne? Aber ansonsten dafür absolut der Wahnsinn. Absoluter Hammer. Mit der Zeit hätte ich niemals mehr gerechnet. Also mit der Nummer hätte ich niemals gerechnet. Komplett überrascht, also babamäßig. Das Auto ist einfach so geil. Du setzt dich vor allem da rein und du hast direkt ein vertrautes Gefühl. Da ist einfach alles stimmig. Jetzt als nächsten Step werden wir bei den Reifen bleiben. Werden allerdings mal Sturz reinbringen, dass wir ein bisschen Sturz haben. Und ich gucke, ob wir Stabis schon reinbringen. Das wäre natürlich auch noch gut. Ja, Reifen wäre ein Riesenstep. Also ich sage, ich prophezeie mal. Also wir gucken mal. Andere Reifen jetzt hier drauf. Nur Semis und Sturz, würde ich sagen, bringt hier jetzt schon 4 Sekunden. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster? 3 Sekunden, 4 Sekunden? Also sagen wir mal 1,55. Das klappt, 4 Sekunden klappt. Mit Diretzer und Sturz. 4 Sekunden, also 1,55. Dann bist du schon in einem Bereich, wo halt viele M4 und so fahren. Also es ist krass. Dann bist du 1,55. Sagen wir mal, du machst noch Leistung rein. Da gehen gute 100 PS bei den Dingern. Kannst du nochmal 2 Sekunden abziehen, bist du bei 1,53. So, sagen wir 1,52, 1,53. Für eine Jahresserie nur mit Reifen, Sturz und Leistung. Ist ja natürlich jetzt viel Theoriegebabbel und ob das dann am Ende so ist, weiß man ja auch nicht. Aber jetzt mal grob gesprochen, theoretisch könnte das schon so hingehen. Also ich sage, wenn man mit dem Auto viel macht, auf Slicks kann man schon unter 1,50 fahren. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich bin gespannt. Raffi von 55 Parts, die haben ja so ein komplett umgebautes Ding. Da ist ja richtig viel gemacht und damit mal eine richtige Hotlap fahren. Philipp hatte mir jetzt schon gesagt, ja Tom, fahr mal mit dem vom Raffi alles raus. Und ich will das nicht mit fremden Autos. Ey, das sind andere Leute, Material. Ich will das nicht. Ich will das nicht riskieren. Ich fahre das schon dann irgendwie 90%, 95% vielleicht auch. Aber jetzt hier bin ich schon 100 gefahren. Also jetzt hier habe ich schon alles rausgefahren, was ich kann. Ja, war schon für mein Limit, war es schon. Ne? Und dafür ist es brutal. Also das Auto ist so geil. Ich finde auch, er sieht geil aus. Wenn er jetzt noch tiefer kommt, ich finde, es ist einfach ein ultra cooler Kleinwagen. Und ja, mit der Zeit hätte ich tatsächlich so niemals gerechnet. Niemals. Geil. So, und demnächst gibt es ein Video zum Thema Venturi, Abgasanlage. Dann kriegt die kleine Kiste auch mal Sound, weil Sound ist das, was ihm wirklich fehlt. Also das ist leider schade, das fehlt ihm total. Da hörst du nichts, außer Reifenquietschen auf der Rennstrecke. Und ein bisschen Sound dürft ihr haben. Aber ich verspreche euch, da wird was kommen. Der wird auf jeden Fall Sound kriegen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Gerne Kanal abonnieren. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.